Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Octopath Traveler. Ja, wie der Name des Spiels schon sagt, traveln wir gerade ein bisschen rum. Jetzt muss ich noch schauen, habe ich hier nicht alles schon mir angesehen? Ja, doch, haben wir schon, ne? Ja. Das waren die Minen. Hier gibt es irgendwo neue Minen. Na, eigentlich hätte ich für ihn hätte ich schon einen Tipp sogar, aber naja. Dem wollte er nicht. Weil irgendwo war da ja eine Dame. Wer war denn das? Hallo. Sie, oder? Excuse me. Du, sag mal, hast du jemals von dem Wettstein von Erzquell gehört? Wie ich hörte, kann man damit sogar stumpfes Werkzeug wieder scharf bekommen. Ja, genau, aber das hilft mir nur nix. Eigentlich, weil, weiß ich nicht. Kann ich das nochmal machen? Keine, okay. Ja, wahrscheinlich muss ich da wieder irgendwem, enträtseln. Das Geheimnis enträtseln quasi. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt. Unser Ziel, ich möchte jetzt wirklich eigentlich mit dem Quest von Primrose weitermachen. Haben wir Primrose? Haben wir gerade ja nicht wirklich mit. Aber ich weiß nicht, wie ich nach Stillschnee komme. Ich glaube, dass ich vielleicht hier Olberic Stufe 2 würde eh auch passen. Weil Stufe 27 haben wir jetzt schon Kapitel 2, wollte ich sagen. So, wir laufen da trotzdem, wir laufen da zu Fuß hoch, hätte ich gesagt. Oder? Ja doch, immer zu Fuß laufen. Aber trotzdem mit einer Geschichte zumindest, dass wir Ausweichmanöver machen, damit wir nicht so viel gegnerische Angriffe haben. So, gespeichert haben wir, glaube ich, oder auch nicht, bin mir nicht sicher, egal. Wir laufen mal los. So. Oh, jetzt haben wir da schon Gefahrenstufe 20. Das ist ja nicht so schön. Habe ich hier eigentlich alles mitgenommen? Ja, ich denke schon. So, dann speichern wir eben hier mal kurz. So, südliche Erzquell, Klippe nach Erzquell. Primrose, wie... Moment, muss ich mal kurz schauen. Kann ich Status eigentlich? Nee, kann ich nur von den Vieren anschauen. Okay, das ist sehr schade. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen nach Osten. Ah, da ist... Stimmt, da war so eine Höhle. Welche Gefahrenstufe? 30. Nö, lieber nicht. Bringt ja wahrscheinlich eh wieder nichts, diese Höhlen. Let us fight with honor. So. Ja, müssen wir wieder Schlitz, Schlitz, Schlitz machen. Mit den richtigen Waffen nach Möglichkeit. Ja, mit dem Gelehrten kommen wir natürlich da wieder gar nicht weit. Eieiei. So, Horizontalhieb. Ja, doch, bringt was. So, und Ophelia, du rufst deinen Dorfbewohner. Viermal haben wir ihn ja noch, weil der kann uns hier gut unterstützen. Ja, genau, das habe ich gemeint. Ja, super. Heilen die sich einfach, ich glaub's nicht. So, weißt du was? So. Zwei Handschlüsse haben wir nämlich. So. Machen wir nochmal einen Horizontalhieb, damit wir nächste Runde richtig boosten können. Ja, und hier... Hilft ja nichts. Achso, die sind eh so schlecht. Okay, ja, alles gut. Da braucht man natürlich uns gar keine Gedanken machen. So. Ja, schade, dass ich hier jetzt den nicht vorher noch wegbringen kann. Aber ist egal, dann machen wir eben hier einen Kreuzschlag auf Maximum Boost, dann müsste er auch weg sein. Ja, sehr gut. With each battle, I grow strong. So. Südlicher Felsfallpass. Gefahrenstufe 11, das ist ja ganz lieb. Im Moment, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nicht wieder irgendwo... Nördlicher Felsfallpass. Bin ich da richtig? Ja, das passt ganz gut. Da gibt es zwei Wege, die da durchführen. Okay. Das ist ja spannend.
So, gut, das haben wir alle schon geholt. Trapp, trapp, trapp. Da unten ist ein Totenschädel. So. Oh, ein Kampf. Oh mein Gott. Oh nein, es sind Gegner. Es sind starke Gegner. Oh mein Gott. Es wird, wir werden alle sterben. Gut, wahrscheinlich bin ich jetzt wirklich voll schlecht gegen die. Es würde richtig passen. Ja, wobei, komm. Feuersturm geboostert und tschüss. Nee, ich bin nicht schlecht gegen die. Ja, das Gute ist nicht, dass ich ja trotzdem bei, auch bei den Kämpfen immer schön Laufbahnpunkte bekomme. So. Westlicher Svarki-Weg. Boah, da war ich schon lange nicht mehr. Genau, da muss ich jetzt nach oben weiter. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Wir speichern hier auf jeden Fall mal sicherheitshalber. In den Wäldern. So. Victors Kuhl und Felsfall. Victors Kuhl ist das da oben dann, oder? Ja. Dann auf nach Victors Kuhl. Ah ja, Blitz und ja gut, das kriegen wir hin. Wahrscheinlich hier ein Schwert, oder? Nehme ich mal, okay. Gut, hier Horizontalhieb vielleicht. Nee, aber ist egal. Und der wird jetzt natürlich dann wegballern. Ja. Und tschüss. So, aber ich glaube, dass in Victors Kuhl, der Weg da wahrscheinlich, ja, Gefahrenstufe 24, was bedeutet, ich werde jetzt, das klingt jetzt komisch, aber ich werde jetzt das wieder rauspacken, das Ausweichmanöver, weil ich muss ja eh leveln, ja, das ist ja ganz wichtig. So, östlicher Victors Kuhl Weg. Speichern wir gleich mal, sicherheitshalber. Genau, und da müssen wir dann zu dem Primrose-Ding kommen. Ach, das sieht wie ein Stadion aus. Ach du Schande. Raureifgrotte. Jetzt könnte ich diese komischen Grotten auch mal alle machen, aber ich weiß ja immer noch nicht, was die genau bringen. Da gab es ja sehr viel Flüsterwald. Da waren wir mal drin. Pfad der Bestien. Hm, keine Ahnung. Naja. So, Victor's Kuhl geht nach oben. Westliche Stillschneewildnis, das Stillschnee. Okay, da gehen wir nach Stillschnee. Könnte natürlich jetzt auch zuerst nach Still... Nee, komm, jetzt holen wir zuerst die Quest in Victor's Kuhl. So, oh, eine Höhle. So, Breitschwert, wunderbar. Und der Dieb macht einfach mal... Ja, komm, verringere mal die physische Verteidigung. So. Einfach nur, weil ich es kann. So, Horizontalhieb. Blitz. Sehr schön. Und hier einmal Gelehrtenfertigkeiten. Dann machen wir einmal Blitzeinschlag, dass die oben zumindest schon mal weg sind, diese komischen Rollen. Ja, die müssen nicht sein. Autsch. Autsch. Ja, nochmal. Eulen weg. So, Horizontalhieb. Aber geboostet auf alle. Ja, okay. Sind ja doch nicht so stark, wie ich gedacht habe, die Gegner. With each battle, I grow stronger. So. Schrein der Jägerin. Ja, da gucken wir mal rein. Schrein der Oh, ein neuer. Ja, eine neue Laufbahn. Super. Freude, Olive des Lebens groß. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Ich bin Drefendi, die Jägerin. An euch wende ich mich und euch übermittle ich das Wissen des Himmels. Tja, schön. Ihr habt die Jägerklasse als Zweitlaufbahn freigeschalten. Super.
Und dann würde ich nämlich sagen, das passt eigentlich ganz gut. Dann könnte Olberic nämlich ein Jäger werden. Genau, stimmt, okay, ja. Ja, okay, gut, passt. Schön. Fertigkeiten erlernt, darfst du gleich ein paar erlernen, weil du hast ja, wir haben ja hier genügend Donnervogel, ja, go, wenn wir einfach alles jetzt lernen. Sehr okay. Pfeilhagel, ganz wichtig. Gut. Achso, Brands Donner wäre eigentlich auch ganz praktisch gewesen, na egal, gut. Ja, dann hast du Deckung. Der Ausrüster nimmt den Einzelangriffsschaden von Verbündeten auf sich, die in einer Notlage sind. Also okay. Verbessert den physischen Angriff. Okay. Leidet der Ausrüster unter Gift, Schlafverwirrung, Blindheit, Verstummung, Todesangst und Bewusstsein, wird seine physische und mentale Verteidigung verbessert. Okay. Was haben wir da? Kritische Rate. Ah, gewährt dem ausrüstenden Charakter eine Chance von 50% mit einem Standardangriff zweimal anzugreifen. Das wäre natürlich auch cool. Ah, ist ja auch blöd, dass man nur 4 Hilfsfertigkeiten haben kann. Gut, ich glaube, das brauche ich noch nicht, weil mehr als 9.999 Schaden machen wir momentan sowieso noch nicht. Dann hauen wir das hier rein. So, haben wir sonst noch irgendjemanden, der... Ach, du könntest bei Gelehrter hier... Nee, aber ich spare hier, ehrlich gesagt, wirklich auf das. So, okay. Und jetzt muss ich natürlich ihn auch ausrüsten, weil jetzt kann er ja hier provisorische Axt und provisorischer Bogen. Ah, okay, das ist wahrscheinlich so Standardzeug. Schwere Axt und Langbogen, okay, super. So, jetzt hat er natürlich richtig viel coole Sachen. Mein Damage-Dealer. Oh, da ist ein schöner Weg, okay. Ach, das, die Höhle hätte man von da sogar sehen können, okay. So. Oh, das sieht jetzt richtig cool aus. Jägerfertigkeiten, weil da haben wir jetzt Pfeilhagel. Weiß nicht, ob die unten auch Pfeile, aber schauen wir mal. Ne, die unten sind natürlich nicht schwach gegen Pfeile, das ist sehr schade. Hätte ich eigentlich anders machen müssen, aber naja. Ist ja nichts Neues, dass ich manchmal Sachen doof mache. Oh ja, dann machen wir aber hier, komm, Blitzeinschlag auf alle. So, und dann machen wir hier nochmal Blitzeinschlag auf alle. Sind die zumindest weg. Ja, und dann machen wir da einmal den da. Aus Gründen. Weil du nämlich jetzt Horizontalhieb machst. So, wunderbar. Dann machen wir den Rest mit Angriffen, weil ich muss ein bisschen sparen. So, einer ist weg. Wunderbar. Okay, jetzt müsste die eigentlich auch weg sein. Don't start things you can't finish. Eieiei, so. Also das war der Wegweiser. Schlummer, was? Schlummerhügel Victorskuhl. Stillschnee. Na, wir gehen mal nach Victorskuhl. Ne, wir gehen mal da nach oben, weil da ist was versteckt. Zum Beispiel nehme ich... Oh, ganz vieles. Oh, das sind Wildschweine. Das ist spannend. Die sehen ein bisschen fies aus. Oh, ich habe schon wieder... Ach, wie ich das hasse. Stimmt, ja, jetzt mit Pfeilhagel natürlich. Ja, okay. Schön, jetzt kann ich so viele verschiedene Waffen nehmen mit ihm. Das ist echt cool. Ah, cool, Doppelschlag. War ein Versehen, aber ist okay. So, dann machen wir hier einmal Blitzeinschlag. Auf, nee, ich glaube, Feuersturm müsste ganz gut sein gegen Wildschweine, oder? Okay, schade. So. Dann vielleicht Schneesturm. Und hier einfach mal alles durch. Dann vielleicht Blitzeinschlag.
Habe ich nicht gesagt, ich muss Dingen sparen? Hat ja gut funktioniert. Was heißt das? So stark sind die nicht, auch wenn die stark aussehen. So. With each bat, I grow stronger. Da habe ich jetzt einen richtig coolen Geheimweg gefunden. Oh. Ich bin gespannt, die da unten. Ach, Licht. Warum habe ich das nie probiert? Ich bin auch so ein Idiot. So, dann machen wir einmal hier... Ja, schwächen wir den mal ein bisschen. Dann machen wir hier einmal den... Nee, machen wir nicht. Doppelschlag. Juhu. So, dann machen wir hier den Blitzeinschlag. So, kommt da Lufilia mal dran. Die macht nämlich jetzt Lumineszenz. So, jetzt sind die zumindest alle mal gebrochen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir richtig schön Flächenschaden rausballern. Was ich natürlich mit ihm wieder nicht kann. Aber da können wir zumindest geboostete Angriffe machen. Auch wieder. So, dann machen wir hier geboostete Angriffe auf Lumineszenz. Ja, oh, die sind beide schon. Oh, die sind alle schon weg. Na gut, dann machen wir hier natürlich nur normale Angriffe. Sehr schön. Therion ist in der Stufe gestiegen. So, was haben wir da Schönes? 5000 Jolt. Das ist ja sehr, sehr schön. Was sind das da hinten? Also ich muss sagen, das Gegner studieren ist echt eine gute Fähigkeit. So, da muss man da nicht lang durchprobieren. Ah ja, okay, er kann eh nichts mehr. Gut, er könnte Analyse machen. Cyrus, was ist los mit dir? Cyrus, muss das sein? Will der Sohnkopfer drauf? So. Weißt du was? Teil ein paar nicht mit Terran, hier mit, nicht mit Olberic, hier mit Cyrus, ne? Keep it up. Guck mal, Cyrus, hast ein paar FP. Danke. Tavach. So, und hier. Ach Gott, Olberic kann er auch nicht mehr. Verdammt. So. Dann machen wir den vielleicht jetzt kurz geschwitzt. Ich hätte vielleicht auch boosten können. Na egal. Na toll, jetzt ist... Was, Cyrus, was bedeutet das jetzt? Der darf jetzt... Den Status hatte ich auch noch nie. Darf der keine Zauber jetzt mehr machen, oder? Super. Weißt du, genau da, wo wir... Ja. Dann machen wir mal eines dieser wilden Unkräuter kaputt. Oder auch nicht kaputt. Na, ganz einfach ein Doppelschlag dabei. Oh nein, ich darf nicht. Super. Vielleicht ist das Wildschwein gegen... Nein, natürlich nicht. Wofür habe ich jetzt eigentlich die hier die Sachen geteilt? Weißt du, die Fertigkeitenpunkte? So eine Frechheit. So. Keilerraserei. Oh mein Gott, das war stark. So, warum versuche ich das immer wieder? Weiß ich nicht so genau. Aber ich... Nee, ich kann ja nicht, weil ich habe letzte Runde offensichtlich schon geboostet. Ah, Therion. Okay, jetzt ist Therion auch Gelöcke eingegangen. Eigentlich müsste ich... Komm, ich muss den angreifen, weil vielleicht stirbt der ja Gott sei Dank. Es ist echt witzig, weil manchmal hat man dann richtig schlechte Kämpfe auch manchmal, ne? So wie jetzt gerade. So. Dann probieren wir da mal Feuersturm. Weil ich meine, diese komische Ranke da hinten sicher gegen... Ja, das ist sogar wirklich gegen Feuer. Okay, das hätte ich mir nicht gedacht. War nur eine Vermutung, hat sich bestätigt. Macht das Spiel ja logisch doch Sinn. Da kann ich nicht wirklich was machen. So. Gut, den Rest jetzt einfach mit normalen Angriffen. Boosten kann man eh nicht mehr viel. Hier vielleicht ein bisschen geboostet. So. So, das Schweinchen ist... Geschwächt und jetzt hoffentlich tot. Ja, wunderbar, ist tot. Where's the nearest tavern? So. Das Kistchen nehmen wir mit. Eine Heiltraube Medium. So,
So, weiter geht's. Gut, laute Gegner, wo wir... Ah, wo ich dachte, dass ich die Schwächen schon kenne, aber offensichtlich von diesem komischen... Gut, er hat immer noch nichts. Ja, ich sollte ihm vielleicht mal ein bisschen... Weiß ich nicht. Vielleicht ein Doppelschlag. Ja, Doppelschlag, danke. So, Diebfertigkeit. Ja, gut, wir könnten das Lauffeuer natürlich verwenden. So, und bei ihr machen wir dann einmal hier... Dann können wir da den Blitzeinschlag verwenden. So, dann werden wir hier gleich den geboosteten Blitzeinschlag verwenden, weil vielleicht schaffen wir das einmal. Ja, Orle ist weg. Wunderbar. Out of my way. Geboostet, so. Und weg. Aber das machen wir mit Angriffen. Oh, Cyrus ist gestiegen. Super. Geht er richtig flott dahin. So gefällt mir das. So. Ich weiß, ich könnte weniger laufen, dann würde ich weniger Angriffe haben. Aber hey, ich mag die Angriffe eigentlich. Ich muss ja leveln. Ah, schön. Endlich mal eine Truppe, wo wir alle Schwächen schon kennen. Wie zum Beispiel Schweden. Oder horizontal, ja gut, horizontal funktioniert jetzt nicht gut. So, hier vielleicht Doppel, ja, wunderbar. Ich mag das mit dem Doppelschlag, vor allem, weil das immer so gut funktioniert. So, dann machen wir hier einmal Lumineszenz. Lumineszeniert. Ja, und da können wir dann hier Blitzeinschlag machen. Go. So, es ist dein Turn, das ist schön. Ich hoffe, dich turnt dein Turn an. Oh, toll. Ich hätte eigentlich schon gehofft, dass ich... Naja. So, den vielleicht. Der ist wenigstens weg. So, dann einmal kurz hier Blitzeinschlag. Jetzt müssten die Blitzeinschlag weg sein, oder? Ja. Das ends your lesson. So. Und rein in diese Stadt Victor's Cool. Im Waldland. Stimmt, ich hatte ja etwas zu erledigen. Ja, natürlich, komm, wir machen hier Stufe Kapitel 2. Du gelangst nach Victor's Cool im Stimmengewirr der Leute, die über das anstehende Turnier reden. Hörst du den Namen Gustav heraus? Ja, sehr schön. Ah, jetzt kommen wir wieder Storytime, genau. Verdammt. Was bisher geschah. Olberic hatte sich auf eine neue Reise gemacht. Er sollte etwas suchen, was er verloren hatte. Den eigentlichen Grund, warum er sein Schwert trug. Um eine Antwort zu bekommen, musste er seinen alten Kameraden Erhard finden. Den Mann, der König und Lehnsherr verraten hatte. Oje. Gaston, der Räuberhauptmann, sagt, in Victor's Cool gebe es einen Mann, der Erhard kannte. Vielleicht kann er Olberic sagen, wohin Erhard gegangen ist. Gustav, so lautet der Name des Mannes. Sie nennen ihn den Schwarzen Ritter. Wird Olberic ihn hier finden, in dieser Stadt der Krieger? Ah, schon so lange habe ich nicht mehr solche Menschenmengen gesehen. Welcome, welcome. Hallo Reisende, ihr habt doch sicher schon von unserer Arena gehört. Ja. Natürlich, in der Stadt ist sie in aller Munde. Gerade wegen ihr bin ich hierher gekommen, um mir das größte Turnier des Jahres anzusehen. Yes. Recht so, mein Freund, recht so. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt für einen Besuch. Wir haben hier Kämpfer aus allen Ecken der Welt. Im Streit um die höchste Ehre sind sie bereit, Leib und Leben aufs Spiel zu setzen. Nach Austragung der Vorkämpfe sind nur noch 8 Wettkämpfe übrig. 4 von ihnen sollte man besonders im Auge behalten. Archibald ist der amtierende Meister. Bereits 4-mal in Folge hat er den Sieg errungen, weshalb wir ihn den Vernichter nennen. Joshua kommt aus den Eiswüsten im Norden. Man sagt, sein Herz sei so kalt wie seine Klinge. Dann ist da noch Wallace Wildschwert, der im Finale des letzten Jahres nur an Archibald gescheitert ist. Und noch einen solltet ihr im Auge behalten. Gustav, den Schwarzen Ritter. Was? Sagt er gerade Gustav? Yes. Jawohl, er ist zwar ein Neuling, hat sich aber bereits einen Namen gemacht, weil er bisher jeden Gegner besiegt hat.
Vielleicht glauben, dass er derjenige... Viele glauben, dass er derjenige sein könnte, der endlich den Vernichter zu Fall bringt. Wir haben einen amtierenden König, einen Fremden, der ihn vom Thron stoßen will, und 6 weitere Herausforderer, von denen einer so beeindruckend ist wie der andere. Dieses Turnier solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr es nicht bis zum Ende eures Tages bereuen wollt. Well. Eines möchte ich noch wissen. Dann frag, dafür bin ich hier. Wo kann ich diesen Gustav finden? Ich muss ihn unbedingt etwas fragen. Ihn zu finden ist leicht. Kauft einfach eine Eintrittskarte für das Turnier. Dort wird er sein. In seiner ganzen Pracht. Ob er mit euch spricht? Nun, das liegt wohl ganz an ihm, oder? Haha. Ja. Okay. Ich verstehe. Danke. Also kann Gustav in der Arena... Kann ich Gustav in der Arena treffen? Aber wie kann ich ihn davon überzeugen, mit mir zu reden? Der Mantel sieht aus, als könnte er mit einem Schwert umgehen. Er könnte genau der Richtige für mich sein. Moment. So, gut. Ah, Reisegeplänkel müssen wir natürlich uns noch anhören. Oho. Das ist also die berühmte Arena von Victor School. Ihr habt davon gehört. Oh ja, ihre Geschichte begann als Strafzirkus, in den Gefangene um ihr Leben kämpfen mussten. Eine grausame Praktik. Allerdings, doch die Leute waren der tödlichen Kämpfe schnell wieder überdrüssig. Daher wurden die Regeln humaner. Es gab weniger Tote. Erzwungene Duelle zwischen Gefangenen wurden verboten. Nur freie Männer und Freiwillige durften noch teilnehmen. Heute dient die Arena den Männern nur noch als Bewährungsprobe und zur Steigerung ihres Ruhms. Sagt, Olberic, was haltet ihr von dieser modernen Arena? Sie ist ein Ort der Ehre, was weitaus besser ist, als arme Seelen dazu zu zwingen, sich gegenseitig umzubringen. Trotzdem ist es noch ein blutiger Sport, der freiwillig zwischen freien Männern ausgetragen wird. Ja. Ist auch schön, aber ich brauche jetzt einen Speicherpunkt. Ja. Wo ist hier ein Speicherpunkt? Okay, da. Ah, ja, toll. Oi. Neu. Hey, Ritter. Achso, Sprachausgabe. A fighter. Quick with the blade. Ill will in his eyes. State your business, and if it's violence you seek, know that you shall have it. Looks of him, he knows how to use that blade. Reckon he'd be more than a match for me, even if I were at full strength. Thought you'd agree. My eyes never steered me wrong yet. My apologies for the dramatics, but I wanted Ned here to take the measure of you. Ach, so läuft das, okay. He'd be fighting in the tourney, if it weren't for his wounds. If you have business with me, then state it plain. Cecily, at your service. I'm what you'd call a promoter of sorts. And what is it you promote? Arena battles, mostly. And the men who fight them. Except Cecily here's done neither yet. Still looking for a big break, she is. Stay your tongue, Ned. I do the talking, remember? Oui. You want to meet the man Gustav, yes? Yeah. You were there when I spoke to the Barker. That's right. And I'll tell you something he didn't. Tourney fighters don't make a habit of fraternizing with the hoi polloi. If you and he were old friends, that'd be one thing. But something tells me he's not expecting your visit. Do you have a point? I have advice. If you want to talk to Gustav, your best play would be to fight in the tourney yourself. But how? The preliminary rounds are already over, or so I heard. This is why you need me. I know a way you can get around that. Then tell me. Simply prove that you're a better fighter than one of the remaining champions, and make sure everyone sees it. During the tourney, local authorities turn a blind eye to public dueling. It's still against the law, mind you, but no one gets in trouble for it. Ah ja, okay. Lots of men come here fancying themselves good with a blade. And they look to prove it, whether they qualify for the tourney or no.
But surely, those who have qualified are above getting involved in petty brawls. They're here to prove themselves, same as everyone. If the circumstances are right, they can no more shirk a challenge outside the arena than in it. I'm telling you, this is your ticket to the tourney. Get the attention of one of the champions, and make them challenge you. Put them in a position where they've no choice but to prove they're your better with a blade. And what do you get out of all of this? When you do get into the tourney, you'll fight under my colors. If you reach the final battle, I'll have fighters lining up to put their seal on a contract with me. Ah ja, okay, eine Managerin, die Cecile, verstehe. Ah, a deal where we both benefit. Is there a better kind? I'll get my scribe to draw up the contract. What name will you use? My own. Ulbrich Eisenberg. Oh mein Gott, wir nehmen unseren echten Namen. Ah ja, da, guck mal. Eisenberg. Ja, da bekommt ihr bekannt vor. The unbending blade of Hornburg himself. Jupp, cool, oder? A fine figure. And famous, too. Told you I could pick him, Ned. Well, my lordship, I think this partnership is going to work out handsomely. So, also. Nun denn, welcher dieser heißblütigen Kerle wäre wohl bereit für ein Duell? Ja, erstmal gar keiner, weil ich muss jetzt echt mal die Folge beenden, ja? Also speichern und danke fürs Zusehen und wie es weitergeht und ob wir ins Stadion kommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, tschüss Leute.